Hi Leute, Jago hier mit einem weiteren Tutorial-Video zu Elden Ring. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr zu Rena und ihrer geisterrufenden Glocke findet. Und zwar funktioniert das Ganze wie folgt. Ihr lauft als erstes Richtung Kirche der Elle. Lasst euch nicht von diesem riesigen Ritter umbringen und aktiviert den Ort der Gnade. Wenn ihr hier am Ort der Gnade steht, guckt ihr auf diese Mauer, denn auf dieser Mauer wird sie später spawnen. Dafür müssen wir allerdings als erstes das Ross holen. Wie ihr an euer Pferd kommt, zeige ich euch natürlich auch jetzt. Dafür geht ihr als allererstes Richtung leuchtende Baum durch diese wunderschöne Herbstlandschaft. Vorbei an Hirschen und Rittern, bis ihr dieses Lager entdeckt. An dem Lager könnt ihr euch entweder durchkämpfen oder ihr schleicht euch einfach dran vorbei und geht zu diesem Ort der Gnade an der Burgmauer oder an dem Burgtor. Und an diesem Ort der Gnade bekommt ihr nicht nur die Möglichkeit zu leveln, sondern auch eine kleine Sequenz mit einem NPC, der euch dann euren Rufstein oder Rufring fürs Ross gibt. Die Frau hier gibt uns also jetzt unser Ross. Wir nehmen natürlich an. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu leveln und die Spektralrostpfeife gibt uns die Möglichkeit, unser Pferd in der offenen Welt zu rufen. Wir teleportieren uns jetzt also zurück zur Kirche von Elle und schon ist Rena auch schon hier. Wenn ihr mit ihr geredet habt, erzählt sie euch ein bisschen Lore über das Pferd und über sich selbst und dann sagt ihr, ihr könnt das Spektralrost rufen. Und dann gibt sie euch die geisterrufende Glocke und die Asche der einsamen Wölfe und schon könnt ihr die Geister beschwören. Sollte Renna aus irgendeinem Grund bei euch nicht spawnen, dann keine Sorge. Ihr könnt einfach mit Torrent hier jetzt langreiten und zu Margaret oder Margit oder wie dieser Boss eben heißt gehen. Ups. Sobald ihr bei Margaret angekommen seid, setzt ihr euch kurz an die verlorene Gnade hier. Werft euch einmal in Margaret rein. Und wenn ihr Margaret nicht schafft, dann ist auch kein Problem. Dann lasst euch einfach umbringen. Und wenn ihr jetzt hier am Ort der Gnade wieder spawnt, dann rastet ihr kurz. Und Melina wird euch wieder aufsuchen. Und sie gibt euch die Möglichkeit, zur Tafelrundfeste zu gehen. Wenn ihr in der Tafelrundfeste angekommen seid, dann folgt ihr dem linken Pfad zu den Zwillingsschrein-Maiden. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Twin Shrine Maiden heißen die, glaube ich. Zwillingsjungferhüllen, ja. Und dort könnt ihr dann, wenn die Hexe Renna nicht da ist, die Glocke für, ich glaube, 1000 Runen kaufen. Die Hexe Renna wird eine ganze Weile bei euch an der Kirche sitzen bleiben. Das heißt, wenn ihr direkt dahin geht, sobald ihr das Pferd bekommen habt, solltet ihr eigentlich keine Probleme haben mit dem Spawn von ihr. Wenn ihr allerdings das Pferd bekommen habt und dann ganz, ganz, ganz viele andere Sachen erstmal davor gemacht habt, dann kann es durchaus sein, dass die Hexe Renna verschwindet, nicht mehr an der Kirche auf euch wartet und dann könnt ihr hier bei den Jungferhüllen die Glocke für 1000 Runen etwa kaufen. Gut, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, das hilft allen. Ich denke, jetzt müssten wir alles abgedeckt haben. Falls ihr noch Fragen habt oder andere Guides braucht, dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo würde mich auch sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video. Bis dahin. Ciao.